Die Wahrheit über Getreide von Anthony William. Anthony spricht über chronische Krankheiten, Fehlinformationen in der Schule und in der Alternativmedizin. Anthony William möchte sein Wissen weitergeben. Er spricht darüber, ob Getreide gut oder schlecht ist. Das Autoimmunthema ist einer der größten Fehler der Zeit. Der Körper greift sich nicht selbst an. Mache diesen Satz zu deiner inneren Überzeugung. Das ist ganz wichtig. Programmiere dies neu in deinem Kopf. Der Körper greift sich nicht selbst an. Anthony spricht über Hashimoto und das Epstein-Barr-Virus. Neue Informationen müssen neu verkabelt werden in eurem Körper. Autoimmunerkrankungen sind verwoben mit dem Getreidethema. Es wird gesagt, dass Autoimmunerkrankungen vom Weizen und vom Getreide verursacht wird. Das stimmt nicht. Die Ursache ist eine ganz andere. Es ist nicht das Getreide, das die Entzündung verursacht, sondern der Weizen füttert ein Pathogen wie Viren und Bakterien. Und die essen den Weizen und scheiden dann ein Gift aus. Diese Gifte werden durch den Weizen stärker und verursachen mehr Schaden. Das ist die Wahrheit. Anthony William spricht über Mais. Mais ist ein Getreide, kein Gemüse. Soll man ihn essen oder nicht? Warum soll man keine Eier essen? Wenn man Eier isst, bekommt man stärker Hashimoto. Denn der Epstein-Barr-Virus in der Schilddrüse, der Hashimoto verursacht, ernährt sich von Eiern. Und dann wachsen durch den Virus Knötchen in der Schilddrüse und Zysten. Und er kann sogar Schilddrüsenkrebs verursachen. Diese Pathogene, also Viren und Bakterien, ernähren sich von Eiern, auch von Weizen, auch von Mais. Also bestimmte Getreide können ein Pathogen füttern. Das ist der Grund, warum Getreide nicht funktioniert. Sehr viele Menschen haben Viren und Bakterien in sich und bestimmte Nahrung füttert eben diese Viren und Bakterien. Wenn wir etwas essen, das ein Pathogen in unserem Körper füttert, dann bekommen wir Entzündung. Gibt es gute Getreide? Ja. Anthony sagt, welche Getreide gut sind. Biologisches Quinoa, Hirse, Amaranth. Quinoa ist ein Getreide, kein Samen. Quinoa und Hirse sind nährstoffreiche Getreide. Glutenfreier Haferbrei ist auch eine Möglichkeit. Anmerkung von mir: glutenfreie Haferflocken gibt es zum Beispiel bei der Firma Keimling. Anthony spricht über Genmanipulation. Warum sollen die Menschen mehr Obst essen? Ist Arsen im Reis? Das wird euch umhauen. Nein, es ist kein Arsen im Reis. Das war eine Fehlinformation. Es gibt eine Sorte von geschältem weißen Reis. In einer Sorte, da gibt es Arsen. Willst du Reis essen? Biologischer brauner Rundkornreis ist ohne Arsen und glutenfrei. Buchweizen kann man auch essen.
Verursacht Reis Autoimmunerkrankungen? Nein. Esst Reis mit Gemüse. Bekommt man mit viel Obst ein langes Leben? Ja. Roher Honig. Veganer. Ist Honig im Grunde vegan? Anthony will noch darüber berichten, dass Honig im Grunde vegan ist. Es geht darum, was helfen kann, was uns vor Krebs schützen kann. Im Buch Mediale Medizin steht alles drin. Anthony will, dass die Menschen heilen. Sellerie ist sehr heilend. Zum Beispiel Sellerie mit braunem Reis, Quinoa, Hirse oder Buchweizen essen. Auch Gurken mit Quinoa oder Reis. Er spricht über Spinat. Spinat ist unglaublich. Ist Römersalat mit Reis gewickelt. Das alles nur für Menschen, die gerne Getreide essen wollen. Rucola ist ein Stärkungsmittel für den Magen. Du kannst Sprossen mit Reis, Petersilie und Koriander essen. Frage: Dürfen wir Tomaten essen? Das sind doch Nachtschattengewächse. Ja, mit Salat, mit Reis, mit Quinoa, mit Hirse. Auch Zwiebeln funktionieren gut mit diesem Getreide. Rosmarin und Getreide wirkt als Verdauungshilfe. Wie kann Avocado kombiniert werden? Mit Getreide essen, also braunem Rundkorn, Vollkornreis, Quinoa, Hirse, Amaranth, Buchweizen. Knoblauch tötet Erreger. Also auch auf Hirse, Hafer, Quinoa und auch Buchweizen, Reis und Amaranth ist kein Totenkopfkennzeichen. Diese Getreide verursachen keine Autoimmunerkrankungen. Man kann es in kleinen Mengen essen, wenn man möchte. Weizen und Mais aber füttern definitiv Viren und Erreger. Also nochmal, wenn du gerne diese, sag jetzt mal, Ersatzgetreide oder teilweise Pseudogetreide essen möchtest, dann kommt in Frage Hirse, glutenfreier Hafer, Quinoa, Buchweizen, Amaranth und brauner Rundkorn Vollkornreis. Anthony sagt, bei allem geht es darum, dass ihr heilen könnt, dass es euch besser geht. Spirit hat mir diese Gabe gegeben. Ihr habt eure Erkrankung nicht selbst kreiert. Sie ist nicht euer Fehler. Denkt niemals, dass ihr eure Krankheit manifestiert habt, denn das habt ihr nicht. Anthony sagt, liebt euch selbst und tut etwas für euch. Für euer Auto tun die meisten auch nur das Beste. Das beste Öl kommt da hinein. Die Kaffeemaschine wird regelmäßig entkalkt, brav. Da gibt es nur die besten Sachen. Aber in den Körper schieben sie sich nur Schrott. Ich werde gesund bleiben und jung bleiben im Alter. Und ich liebe meinen Körper, denn er trägt mich brav durchs Leben. Und ich achte und respektiere ihn. Er bekommt nur das Beste. Schlussworte von mir, schaut euch unbedingt das Video von psychische und körperliche Gesundheit an, wenn euch dieses Thema interessiert. Den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Ich habe nämlich in diesem Video den Inhalt etwas verkürzt. Auch Links zu Anthonys Büchern findet ihr in meiner Videobeschreibung.
Auch Links zu Anthonys Büchern findet ihr in meiner Videobeschreibung. Alles Gute euch! Servus!